heutigen Roblox Adopt Me Video schauen wir uns das nagelneue Update von Adopt Me an. Wir haben einen wunderschönen Dachs und neue Fasane bekommen. Vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Heute kam ein nagelneues Adopt Me Update raus und wir gucken es uns an. Bevor wir das aber machen, muss ich ein dickes, fettes Sorry an euch alle sagen, dass immer noch kein Brookhaven RP kam, also kein Brookhaven Roleplay. Mir geht es leider immer noch nicht wirklich gut. Ich hatte dazu ein Video gemacht auf einem anderen Kanal. Ich verlinke es euch einfach mal im i. Und leider Gottes ging es mir irgendwie, also Gott sei Dank ging es mir einen Tag oder auf zwei besser und jetzt ist es leider wieder sehr schlecht und ich kann mich schlecht auf meinen Beinen halten und ein Brookhaven Roleplay dauert um die 5 bis 6 Stunden, bis es fertig ist und das habe ich bis jetzt einfach nicht geschafft, weil es mir einfach zu schlecht geht. Es tut mir wahnsinnig leid und ein Brookhaven Roleplay kommt sofort, wenn es mir besser geht. Ich hoffe, dass dieses Video jetzt kommen kann, dass ich das schaffe mit dem Schneiden und so. Falls das Video heute nicht so lustig ist wie sonst, dann wisst ihr Bescheid, mir geht's nicht gut, aber ich möchte mir dieses Update unbedingt angucken. Guckt euch den an. Es ist ein Fasan, oder? Und er ist einfach mega, mega putzig. Ich bin sofort losgestartet nach draußen und wir haben nicht nur einen neuen Shop, den ich irgendwie noch suchen muss, ganz offensichtlich, sondern wir haben jetzt auch 36 Stunden das Herbstwetter, was ich mega cool finde. Das heißt, wir haben jetzt Winter, Wüste und Herbst. Ich bin gespannt, ob wir noch ein viertes bekommen. Wir haben auch ein neues Gebäude bekommen, wo man einen Badger, also einen Dachs und eben den Fasan kaufen kann. Und den suche ich jetzt einfach mal schnell. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, das sieht mega gut aus. Leute, und falls ihr euch das Update angucken wollt, es ist nur 36 Stunden da. Also das Update kam heute um 17 Uhr. Und das heißt, ihr habt jetzt 36 Stunden Zeit, euch das Update anzugucken. Und wir gehen rein. Oh mein Gott, als ob. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, seid ihr süß. Als ob. Hi, Russell. Hi there, Critter. Oh mein Gott, Russell ist mega putzig. Ja, ja, ich freue mich auf Herbst, Leute. Dieses angehende heiße Wetter, ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht, ich habe keine Lust mehr. Ich hasse Sommer jetzt ab sofort. Oh mein Gott, du bist mega süß. Buy Badger for 700 Bucks. Aber das Problem an dem Ganzen ist, ich sammle doch gerade noch Bucks für die Butterflies. Leute, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich ihn jetzt schon kaufen will, weil er kommt zurück und die Butterflies kommen nämlich nicht zurück, denn wir geben heute wieder Robux aus. Und kaufen diesen Fasan oder was er auch immer ist. Oh mein Gott, wie süß bist du denn? Das ist ein, oh mein Gott, ein Apfel. 500 Bucks? 180 Bucks? 1300 Bucks? Oi! 100 Bucks? 450 Bucks? 1850 Bucks? Nein, doch. 150 Bucks? 500 Bucks? Wie viele Artikel gibt's denn bitte? Okay, das war's. Okay. Es sieht hier so unfassbar cool aus. Was bist du denn? Du bist ein Pogo-Stick. Oh mein Gott, bist du ein Plushie? Oh mein Gott. Aber nein, wir kaufen jetzt nichts. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ein Balloon. Ich brauche das gefühlt alles, aber ich glaube, ich werde... Okay, wartet bitte. Okay, ich musste mir das Plushie kaufen. Es ist zu putzig. Okay, Plushie, komm bitte mit. Du bist mega süß. Und wir mal... Oh mein Gott! Ja, Pheasant, das sind Fasane, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ihr seid... Oh, wen will ich denn? Oh, guckt mal, was ist denn mit ihm? Er ist ein Evil. Ein Evil Pheasant. Ein Evil Pheasant. Are you an Evil Pheasant? Ja, der ist definitiv Evil. Ich möchte alle. Jetzt wartet bitte. Was brauchen wir? Brown Pheasant 60. Green Pheasant 37,5 und Black Pheasant 2,5. Also der Evil Pheasant, der ist der derjenige, der am seltensten ist. Das hat aber lang gedauert, bis ich das rausgebracht habe. Und interessanterweise, Casey ist wieder weggebuggt. Ich habe das Problem seit ein paar Tagen, dass meine Pets ständig wegbacken. Das nervt mich absolut. Sie ist aber anscheinend müde. Wir sehen sie gerade nicht. Sie ist Casey Nummer 14, glaube ich. Aber egal, Leute. Wir kaufen jetzt für 199 Robux ein Golden Wheat. Und ich bin mega gespannt, wie viel Glück wir haben werden. Und ob wir die Chance haben, so einen Evil-Fasan zu bekommen.
Schreibt immer sehr, sehr gerne jetzt in die Kommentare. Glaubt ihr, wir haben Glück? Also wir machen auf jeden Fall jetzt ein paar auf, weil das ist... Oh, guck mal, wie süß die alle sind. Oh mein Gott. Okay, wir haben einen grünen. Oh, ist der gut? Ja, guckt mal. Green Pheasant ist 37,5%. Oh mein Gott. Du bist... Oh mein Gott, ich lieb's. Guckt mal, wie süß er ist. Oh nein, es ist nicht euer Ernst. Ist er Legendary oder ist er... Oh, er ist Legendary. Richtig, oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Er ist mega putz. Oh mein Gott. Okay, jetzt wartet, wir machen noch einen auf. Oh mein Gott, die liebe ich. Die sind mega, mega süß. Aber Leute, macht euch keine Gedanken. Die bleiben erstmal im Spiel. Die sind jetzt 36 Stunden im Spiel, aber die kommen quasi in der Rotation. Ihr wisst Bescheid, ne? Draußen vor der Tür von dem Butterfly-Dingens steht immer, welches Wetter als nächstes kommt. Und das wird auf jeden Fall wieder kommen. Oh nein, ja cool. Jetzt haben wir, guckt mal, jetzt haben wir den 60-prozentigen. Der ist mega putzig. Okay. Drittes Sweet. Und jetzt hätte ich gern bitte den Evil, dann wären wir fertig. Ich weiß nicht, ob es so einfach funktioniert. Aber es wäre ziemlich cool. Oh mein Gott, die sind mega hübsch, die Pets. Gefühlt werden die Pets immer schöner. In Adopt Me habe ich das Gefühl. Und wenn wir jetzt nicht den Evil hier bekommen, dann, bekommen wir nicht. Dann werden wir definitiv den anderen Legendary noch Fly machen, nachdem ich fertig aufgemacht habe. Denn ich finde den mega süß. Falls ihr Namensvorschläge habt, also für den hier, ne? Für den mit dem lila Korb, dann schreibt es mir mal jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich liebe den. Ich habe den gesehen im Adopt-Me-Video von Montag. Und oh mein Gott, wir haben nochmal einen. What? Mega, oh mein Gott. Die sind mega cool. Oh, ich liebe die. Die sehen so toll aus. Ich bin gespannt, wie man auf denen fliegt. Ich kaufe eine Fly Potion, keine Ride Potion, weil, weiß ich nicht. Also, ich möchte halt gerne die Flügel sehen. Wisst ihr, was ich meine? Wie er die Flügel aus... wie sie da alle sitzen. So, okay. Wer kommt dran? Keine Ahnung. Weiß ich nicht so genau. Ja, okay. Das hat irgendwie mega lang gedauert. Okay, er möchte... Oh, jetzt hier, brown-chested. Hier ist er. Oh mein Gott, das hat mega lange gedauert. Es leckt, glaube ich, noch ein bisschen. Das Update ist wirklich gerade rausgekommen. Ich habe mich so auf das Update gefreut. Und es ist einfach so abartig nervig, dass ich ständig krank bin. What? Jetzt haben wir drei? Boah, kriegen wir vier zusammen? Das wäre richtig cool. Okay, wir machen jetzt noch eins auf. Danach habe ich noch 2500 Robux. Ich glaube, das ist der letzte, den ich aufmachen möchte. Weil die bleiben ja für immer im Spiel, Leute. Ich möchte lieber, glaube ich, dann noch ein paar Butterflies aufmachen. Oh mein Gott, guck mal, wie die hier alle sitzen. Wie süß sind die denn bitte alle? Aber ich glaube... Ja, ja, ist ein ganz normaler. Nein! Aber die sind zuckersüß, oder? Guckt mal. Der grüne ist... Aber hä? Haben wir jetzt... Doch, hier, guckt mal, hier. Jetzt haben wir, von dem haben wir vier. Vom Brown-Chested Pheasant haben wir vier. Und von dem Green-Chested Pheasant haben wir drei. Oh mein Gott, die sind mega putzig. Wir können mal ganz kurz nachgucken, wie die Neon aussehen. Das möchte ich immer gerne sehen. Oh mein Gott, die sind mega schön. Boah, Adopt Me hat gefühlt mega viel dazugelernt. Oh Gott, wir müssen vielleicht doch noch einen aufmachen. Der ist mega schön in Neon. Ich meine, ich mache gerade die Casey Neon, aber der ist mega schön. Aber die Butterflies sind auch alle mega schön in Neon. Der gefällt mir nicht so gut in Neon. Den finde ich irgendwie nicht Neon cooler, aber das ist ja sowieso ein Struggle, den zu bekommen. Okay, wir machen jetzt noch einen einzigen auf und dann machen wir unseren, hier, den da, den Green Pheasant. Den machen wir dann. 20 Bucks! Lass mich die 20 Bucks. 20 Bucks, yes, 20. Wir brauchen dringend Bugs, Leute. Wir haben nicht mehr so lange Zeit. Dann gehen die Butterflies. Nein, 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 du bist falsch. Geh weg. Tschusch dich. Tschusch dich. Gehst du weg. Nein. Ich wollte... Nein. Oh. Unglaublich. Der Schwarze hat es nicht mal probiert. Er hat es nicht mal probiert. Ein paar Sekunden später. Yes, okay. Ich wollte gerade gucken, ob es draußen hell ist oder nicht. Wir kaufen jetzt noch eine Fly Potion. Eine Fly Potion. Wo sind die Fly Potions? Hier, hier. Wo ist die? Halt. Warum sind eigentlich Fly Potions so unglaublich teuer? Aber ich möchte unbedingt sehen, wie er aussieht, wenn er fliegt. Er ist so süß, oder? Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie sollen wir ihn nennen? Ich finde ihn so unfassbar toll. Ich finde in Real Life Fasane einfach auch so wunderschön. Oh mein Gott! Ja, 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 ja. Und ich finde, es macht halt mega Sinn, dass man so Fly Potions... Was machen wir da? Oh mein Gott. Ich finde,
finde, es macht halt super viel Sinn, dass man Fly Potions halt für Pets kauft, die eigentlich auch wirklich Fly sind. Ich persönlich mag diese weißen Flügel gar nicht. Ich finde die furchtbar. Und deswegen kaufe ich eigentlich meistens nur Fly Potions für Pets, die wirklich tatsächlich Flügel haben. Oh mein Gott, ich liebe das Update. Ich finde es mega, mega cool, dass das Update jetzt... Was haben wir denn für Schwierigkeiten? ich finde es wahnsinnig cool, dass das Update jetzt im Spiel für 36 Stunden ist und es aber wieder kommt. In, ich glaube, ein paar Wochen oder so kommt das Update wieder. Das heißt, falls ihr jetzt noch keine Robux habt, kein Problem. Ihr könnt einfach das zu einem späteren Zeitpunkt kaufen. Oder ihr geht einfach auf einen öffentlichen Server und versucht, diesen wunderschönen Pheasant bzw. Fasan zu traden. Ich werde im Moment nicht traden, Leute. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich bin einfach zu krank. Und ich freue mich, dass ich jetzt dieses Video einigermaßen hinbekommen habe, glaube ich. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!